Herr Lindzen, Ihr erstes Jahr als Schatzmeister bei der CDU. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Ich glaube, dass wir den soliden Kurs, den meine Vorgänger schon eingeschlagen hatten, fortgesetzt haben. Dass wir sparsam gewirtschaftet haben, deshalb auch im Jahre 2010 und ich vermute auch im Jahre 2011 Überschüsse erwirtschaften werden. Das ist ein gutes Zeichen, aber wir haben natürlich bei der Einnahmenseite auch Probleme. Was sind die Probleme? Die Probleme sind, dass Mitgliedsbeiträge natürlich aufgrund zurückgehender Mitgliederzahlen schrumpfen und das ist ein wesentlicher Beitrag. Und dass die Spendenbereitschaft von Bürgern und Unternehmen durchaus zu wünschen übrig lässt. Was kann, was muss die CDU dagegen tun? Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen gute Politik machen. Das ist das ganz Wesentliche, worauf die Leute reagieren. Denn dann werden wir mehr Mitglieder bekommen, mehr Spenden bekommen. Man hört hin und wieder natürlich Kritik, aber ich glaube, es ist auch sehr schwer bei dem, ich sag mal, prozesshaften, gerade bei der Schuldenkrise, der Euro-Rettung, da so einen klaren Kurs wie in der Vergangenheit zu steuern. Wir haben jeden Tag neue Nachrichten und das ist das sehr Schwierige. Und ich glaube aber, dass die Menschen seit dem letzten Brüsseler Gipfel das zunehmend kapieren. Parteiarbeit kostet ja auch Geld, insbesondere Wahlkämpfe. Was muss die CDU in der Hinsicht tun, damit sie auch kampagnenfähig bleibt? Weil das Geld muss ja irgendwo reinkommen. Ja, wir müssen sicherlich die Einnahmen stabilisieren. Deshalb gilt mein besonderes Interesse natürlich auch den Spendeneinnahmen. Das ist völlig klar. Und ich werbe natürlich bei Unternehmen, Bürgern dafür. Wir bekommen Gott sei Dank sehr viele auch Kleinspenden. Das ist ein wesentlicher Beitrag bei uns. Aber die Kampagnenfähigkeit aufrechtzuerhalten, gerade in Zeichen zunehmender Videobotschaften und der zunehmenden IT, die wir auch dafür benötigen, wir müssen deshalb bei den Ausgaben sehr vorsichtig sein und bisher gelingt es. Beim Thema Spenden werden ja auch gerade Ihre Kritiker hellwach. Stichwort mehr Transparenz, die von Ihnen gefordert wird. Können Sie uns sagen, wer die Spender der CDU sind? Ja, ich glaube, dass die Transparenz sehr ausgedehnt ist durch unser Parteiengesetz. Wir haben sicherlich eines der modernsten Parteiengesetze überhaupt. Und wir haben alle Spender, die über 10.000 Euro spenden, veröffentlichen. Das ist Pflicht. Und wer uns sogar über 50.000 Euro auf einmal gibt, der wird sofort gemeldet und sofort veröffentlicht. Also ich glaube, dass wir die Transparenz, die benötigt ist, um nicht unnötige Einflüsse auf Politik irgendwo wirksam werden zu lassen, dass wir die haben. Also da lassen Sie sich nichts ankreiden in dieser Hinsicht? Nein, ich glaube, da ist wirklich das, was in den Medien manchmal behauptet wird, wirklich am Einzelfall konstruiert und daraus versucht man Klischee zu entwickeln, dass das alles vom Übel ist. Wir sind nach unserem Parteiengesetz aufgefordert, sicherlich uns überwiegend aus eigenen Mitteln zu finanzieren, die wir natürlich bei Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen anwerben müssen. Letzte Frage, wie kann ich wo für die CDU spenden? Man kann das über das jetzt eingeblendete Spendenkonto überweisen auf das Konto der Partei. Man kann es online tun. Wir sind dankbar für jeden Betrag, den wir bekommen. Und wir haben eine Riesenaufgabe in der Parteiendemokratie, nämlich aufzuklären, mitzuhelfen, gute Politik zu betreiben. Aber es kostet alles Geld und darum die herzliche Bitte, spenden Sie.